Ja, hallo liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu unserem Videogottesdienst am Sonntag quasi modo geniti, das heißt übersetzt wie die neugeborenen Kinder. Eine Woche nach Ostern, da dürfen wir uns vielleicht so fühlen, auch in der Krisenzeit. Thematisch ist dieser Sonntag verbunden mit der Erzählung vom ungläubigen Thomas, dem Jünger Jesu, der immer gezweifelt hat, der nicht geglaubt hat. Da sitzen sie alle am Tisch und Jesus kommt, der Auferstandene ist da und sie sehen es und sie glauben es, nur Thomas nicht, der Zweifler. Und Jesus lässt ihn dann seine Hände in seine Wunden legen und nachdem Thomas das gemacht hat, da glaubt er. Erst nachdem er da so hineingefühlt hat, vorher nicht. Und Jesus sagt zu ihm, selig sind, die glauben, ohne dass sie sehen. Ja, dieser Gedanke wird uns beschäftigen in diesem Gottesdienst. Der Gedanke beschäftigt uns sowieso in der Krise, weil wem glauben wir eigentlich? Was sind unsere Zweifel? Was ist glaubwürdig? Woran hängen wir da unser Herz und unseren Verstand? Ja, lassen Sie uns diesen Gottesdienst in diesem Sinne mit uns feiern. Wir feiern ihn im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten. Guter Gott, wir beten zu dir und wir können dir Danke sagen für das, was in den letzten Tagen und Wochen alles gelungen ist, wo Schwieriges abgewendet wurde, wo Menschen einander geholfen haben, wo man füreinander da war mit den begrenzten Mitteln, die es heute gibt. Wir wollen aber auch klagen über das, was schwer auszuhalten war. Wenn es um uns eng wurde, wenn wir uns einsam fühlten, wenn bestimmte Gewohnheiten, die für uns wichtig sind, lebenswichtig sind, nicht möglich waren. Es sind Menschen in unserer Gemeinde gestorben und wir mussten im kleinsten Kreis auf dem Friedhof im Freien Abschied nehmen. Ich möchte die Angehörigen in unsere Fürbitte mit einschließen, ohne den Namen der Familien und Verstorbenen zu nennen. Gott sei bei uns. Gib uns deine Kraft. Lass uns diese Zeiten durchhalten, überstehen. Lass uns alle Ressourcen, die wir in uns haben, nutzen füreinander. Und da, wo wir leer sind, da fülle du uns mit guten Gedanken und mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Amen.
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das hat sich Thomas von Jesus anhören müssen, weil er so ungläubig war. Ja, das ist etwas, was wir auch oft gesagt bekommen müssen. Glaub doch, vertrau doch. Mit unserem Vertrauen ist es oft nicht weit her. Wir glauben lieber, was wir sehen. Da haben wir was, worauf wir bauen können. Aber in so einer Krisenzeit wie jetzt, da muss man auch vertrauen können. Vertrauen, dass die Politik das schon richtig machen, dass die Krankenhäuser das hinkriegen, das Gesundheitssystem funktioniert. Da muss man auch irgendwie vertrauen können. Und ich glaube, im Moment können wir das. Ich erlebe aber auch viele Menschen, die das nicht können. Die haben an allem was zu meckern und sagen, das ist alles nichts. Die Schwarzmale, die Negativen, die Thomas. Ich glaube, dass der Thomas wirklich ein furchtbar resignierter, enttäuschter Mensch war. Alles auf Jesus gesetzt, dann sieht er ihn sterben und dann sagt er, die Welt ist schlecht und ich Armer muss in ihr leben. Dass da noch Auferstehung ist, dass man irgendwie diesen Glauben neu entwickeln kann, dass der Jesus gar nicht tot ist, sondern vielleicht in uns weiterlebt. Dass es dazu Vertrauen braucht, Glaube, das kapiert er nicht. Er ist schon resigniert. Ich glaube, so weit darf man es nicht kommen lassen, dass man das Resignieren, den Zweifel ständig füttert, sondern dass man versucht, den Glauben lebendig zu halten. Jeder Glaube wird auch enttäuscht und jeder Glaube muss auch verändert werden. In der Krise jetzt wird auch der Glaube sich erneuern müssen, damit wir das Leben miteinander hochhalten können, damit wir den Glauben neu entwickeln, dass wir ihn füttern, dass wir ihn wirklich verändern, so dass wir eine Perspektive haben. Denn Vertrauen, Glaube ist wichtig. Wir müssen der Politik vertrauen. Wir müssen uns selber vertrauen. Wir brauchen dieses Selbstvertrauen auch in uns, in unsere Fähigkeiten. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Das ist eine gute Einstellung. Lassen Sie uns diese Einstellung in uns stärken. Lassen Sie uns Vertrauen entwickeln. Lassen Sie uns Vertrauen schenken. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie für die Essensgutscheine etwas geben wollen, viele haben es schon gemacht und diese Essensgutscheine werden gerne genommen von Menschen, die es brauchen, dann können Sie etwas spenden. Einfach bei uns auf der Homepage st-georgsgemeinde.de gucken, da ist das Spendenkonto erwähnt. Oder Sie finden es auch in YouTube auf unserer Seite von diesem Video, das Sie gerade sehen, da in den Angaben ist es auch aufgeführt. Sei Ihnen herzlichst gedankt, wenn Sie da etwas geben. Und so lassen Sie uns nun das Vater unser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So bitten wir Gott um seinen Segen,
dass er seine Hand schützend über uns hält und dass er uns das zukommen lässt, was wir zum Leben brauchen. Gott segne uns und behüte uns, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig und erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.